Eber. Ach du Scheiße, ey. Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Leo und heute wandere ich in Nordhessen. Und wo genau ich bin, das zeige ich euch gleich auf der Karte. Aber ich habe eine Menge Ausrüstung dabei. Vielleicht übernachte ich noch draußen. Mal gucken, was der Tag bringt. Verweilt gerne ein bisschen in der Natur mit mir und viel Spaß. Ich bin hier aus Kassel gekommen und bin in Espenau aus dem Bahnhof gestiegen und bin jetzt hier gerade auf diesem Zwischenstück zwischen diesen beiden Dörfern, Espenau und Immenhausen, und werde von Immenhausen dann hier weiter in den Reinhardswald laufen. Das ist dieses große Waldstück hier, und hier oben ist schon Niedersachsen. Und genau, mal gucken, was mich hier erwartet. Vielleicht werde ich ja hier eine Nacht verbringen. Auf jeden Fall werden wir was kochen und schöne Naturerlebnisse hoffentlich miteinander teilen. Es ist so cool, das einfach mal mit einer Karte zu machen und nicht irgendwie mit dem Handy. Das hat direkt ein ganz anderes Feeling. Da hinten liegt Immenhausen. Das sieht man wahrscheinlich nur ganz klein. Und das werde ich jetzt durchkreuzen. Und es ist einfach richtig schön. Richtig, richtig schönes Wetter. Total mild und gleichzeitig nicht zu warm, nicht zu viel Sonne. Herrlich. Leute, herrlich, herrlich, herrlich. Ey, endlich geschafft. Immenhausen war riesig und die Karte war nicht mehr aktuell. Das heißt, da war ein riesen Neubaugebiet nicht eingezeichnet. Deswegen habe ich mich erstmal voll verlaufen. Jetzt habe ich es aber geschafft und hier hinter mir beginnt gleich der Reinhardswald. Da freue ich mich jetzt umso mehr drauf, wo ich jetzt nochmal so viel Asphalt laufen musste. Ich bin jetzt hier am Rotbalzer Teich. Der ist hier. Und auf der Karte beginne ich jetzt wieder ganz unten und möchte mich jetzt hier den roten Pfad hochschlängeln. Und der Weg beginnt auf jeden Fall vielversprechend. Wenn ihr den Vogel auf der letzten Aufnahme gehört habt, sagt mir bitte mal, was das für einer ist. Der hat sich super schön angehört. Ich weiß es leider nicht. Immer wenn hier so Buchen noch so Blätter dran haben, ist es ein Zeichen dafür, dass sie vom Frost überrascht wurden, und vor allem den jungen Bäumen passiert das noch, währenddessen die alten dann so viel Erfahrung haben, dass ihnen das nicht mehr passiert. Und ja, das ist irgendwie cool, oder? Dass auch Pflanzen und Bäume, auch so die Jungen, so naiv und draufgängerisch sind, genau wie wir Menschen. Ja, ich finde das einfach klasse, dass das verdeutlicht für mich einfach so, dass es wirklich auch Lebewesen sind. Die leben genau wie du und ich. Diese Vorstellung zu greifen ist, finde ich, total schwer. Aber wenn man das erahnt, dann sorgt das dafür, bei mir, für so richtige Gefühlsexplosionen, wenn ich durch den Wald laufe. Dann denke ich, ach du Scheiße, ey. Überall ist Leben. Überall. Super schöne Vorstellung. So, dann gönnen wir uns noch mal einen kleinen Snack. Hier sind Mini-Buchenblätter. In dem Stadium kann man die noch essen. Mmh. Die sind so vom Geschmack total frisch und überhaupt nicht bitter, sondern einfach süßlich auch. Herrlich. Geht gerade ganz schön steil rauf und ich habe mir gerade überlegt, ich werde die Nacht draußen verbringen. Es ist einfach so schön und ruhig hier. Hier ist gefühlt an jeder Ecke ein Ort, wo ich so denke, boah, hier kann man gut übernachten. Und
Das wird dann meine erste Nacht in der Hängematte. Ich habe mir eine gekauft und sonst war ich immer voll der Bodenschläfer. Und Moment, ich laufe hier gerade wie selbstverständlich lang. Ich muss erst mal gucken, wo ich lang muss. Nee, ich gehe weiter hoch. Bisher, wie gesagt, noch keine Nacht irgendwie in der Luft verbracht. Und bin mal voll gespannt, weil ich auch eigentlich einen sehr leichten Schlaf habe, also schnell aufwache. Und bin mal gespannt, ob die Hängematte dafür sorgt, dass ich schneller aufwache oder dafür sorgt, dass ich besser schlafen kann. Heute Abend wird ja noch lecker gekocht, aber jetzt brauche ich erstmal ein bisschen was, was mir ein bisschen den Magen füllt. Und ja, werde noch eine Kleinigkeit trinken. Das Ding ist, ich habe nur 1 Liter Wasser dabei und meinen Wasserfilter, den habe ich mir neu gekauft. Und deswegen bin ich auch parallel zum Lagerplatz auch ein bisschen am Suchen nach einer Quelle bzw. einem Bächlein, weil es relativ weit oben am Berg ist, wo wenig Zeit ist, es zu verseuchen sozusagen, um ja, meinen Wasservorrat auch nachts und beim Kochen immer wieder auffüllen zu können. Genau, ich habe da schon eine Stelle im Blick, die zeige ich euch bei der Pause so ein bisschen auf der Karte. Oh. Oh, die Pause tut richtig, richtig gut. Ich habe jetzt ewig auf eine Bank gewartet, aber was willst du machen? Wenn nichts kommt, dann kommst du nicht. Okay, Leo, das war nichts. Habe jetzt ewig auf eine Bank gewartet, aber da kam nichts. Naja, ist auch cool. Jetzt hatte ich tatsächlich vergessen, euch auf der Karte zu zeigen, wie ich gelaufen bin und wo ich noch hin will. Deswegen habe ich mir jetzt hier einen richtig guten Tisch organisiert. An dem zeige ich euch das jetzt. In Immenhausen habe ich ewig im Neubaugebiet hier gesucht, wo ich bin. Und habe es dann irgendwann geschafft, oben wieder rauszukommen. Bin dann hier oben lang und befinde mich jetzt gerade hier. Und wo will ich noch hin? Ich möchte mich jetzt hier noch in den Wald hochkämpfen. Und hier am Hainbuchengraben, da möchte ich mein Lager aufschlagen. Jetzt fängt es ein bisschen an zu regnen, das war auch vorhergesagt. Aber ich glaube, das ist nicht wirklich viel. Die Kreuzung verpasst. Das ist halt das Ding, wenn man mit Karte läuft, da muss man die ganze Zeit sehr, sehr aufmerksam sein, was aber auch richtig, richtig viel Spaß macht. Also ich bin total begeistert. Das nächste Mal versuche ich auf jeden Fall wieder mit Karte zu gehen, wenn es das Gebiet hergibt. Und ja, das heißt, ich laufe jetzt noch eine Kreuzung weiter und werde mich dann hier rechts hoch in den Wald schlagen und da dann nach dem Lagerplatz suchen. Und langsam knurrt auch der Magen so richtig, aber ja, das ist einfach schön, mal wieder das Leben zu spüren, mal wieder Hunger zu empfinden, mal wieder die Beine zu spüren, nachdem man die ganze Zeit nur zu Hause hockt. Kommen euch die Tage irgendwie gleich vor? Oder ist es so, dass ihr sagt, ach, irgendwie habe ich doch noch Abwechslung im Alltag? Bei mir war es zumindest so, dass ich total viel ja, zu Hause war einfach und immer nur das Gleiche gesehen und gemacht habe. Da wurde dieser Drang rauszugehen immer größer und jetzt habe ich mich langsam überwunden und das zeigt mal wieder, die schwerste Phase des Abenteuers ist immer das Anfangen und das Rausgehen. Das hat sich auch mal wieder bewahrheitet. Ich habe mir gesagt, gut, ich mache heute einfach einen Spaziergang und wenn ich merke, ich will übernachten, dann übernachte ich. Und wenn ich merke, boah, ey, ich habe jetzt echt keine Lust, alleine im Wald zu pennen, dann gehe ich einfach wieder nach Hause und dann ist das auch okay.
Und eine Übernachtung zu machen, sollte einen nicht abschrecken, rauszugehen, sondern man kann sich das ja immer noch offen halten, ob man es dann doch anders macht. Deswegen bin ich total froh, dass ich losgegangen bin. Boah, jetzt riecht es ja auch noch so geil nach Nadelholz. Wenn man das essen könnte, ne? So Leute, da bin ich hergekommen. Bin dann hier unten lang gelaufen. Und bin dann da hinten wieder hoch. Und jetzt laufe ich hier wieder in die Richtung, um dann links hoch den Berg hoch zu kommen. Ach ja, naja. Meine Mutter sagt immer, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Ich kämpfe mich jetzt hier den Waldboden hoch. In der Hoffnung, dass ich oben dann endlich auf diesen Weg stoße, den ich die ganze Zeit suche. Und ich hole mir jetzt ein paar Buchenblätter. Du wirst es mir verzeihen, Baum. Die machen natürlich überhaupt nicht satt, aber geben meinem Mund und meinem Magen ein bisschen was zu tun, während ich mich in den letzten Zügen von der Lagerplatzsuche befinde. Somit meine Lieblingsbäume. Wenn das Holz so geschnitten wurde, dann riecht das so schön saftig und sowas von fruchtig und gleichzeitig können die so cool aussehen. Ach, ich finde, das hat einfach was. Und diese stehen einfach so für Beständigkeit und für, ja, für Langlebigkeit. Ist einfach herrlich. Aber Fichten nicht, die sind alle weg. Man könnte fast meinen, das waren Forstmaschinen, die das hier so glatt gemacht haben. Aber es waren alles Wildschweine. Ich habe den Weg. Oh, das war jetzt bestimmt eine halbe Stunde oder so Arbeit. Aber geil, ey. Und ganz oben. Und hier ist niemand. Herrlich. Und ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit. Halb sechs. Halb sieben, halb acht. In 3 Stunden ist es dunkel, aber bis dahin kann ich sie oben noch genießen. Herrlich, herrlich, herrlich. Und das ist das, was ich gesucht habe. Gut, man ist eh viel allein, aber so ganz allein, nicht in der Stadt rumdümpeln oder so. Oh. Herrlich. Ich glaube, herrlich ist das Wort des Videos. Aber gut, was sollen wir machen? Heute Abend gibt's, das habe ich euch ja noch gar nicht gesagt, rote Linsen mit Reis, Grillkäse und ein bisschen Knoblauch. Das wird gut. Und ich habe mir die Tatonka Bowl gekauft. Die werdet ihr gleich sehen. Und ja, ich brauchte einfach mal einen größeren Teller für meine ganzen Outdoor-Koch-Aktionen und gleichzeitig auch für solche Touren, wenn ich schon ein bisschen Strecke mache, auch eine Pfanne, also beides in einem. Und ich bin mal gespannt, wie das klappt da drin, den Grillkäse zu machen. Und ja, so, jetzt muss ich aber mich erstmal darum kümmern, einen Lagerplatz zu finden, bevor ich überhaupt kochen kann, ne? Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. 5 Meter neben mir, in dem Gebüsch, ist gerade ein Wildschwein rausgeschossen. Ja, was mache ich jetzt? Ich bin ein bisschen verlaufen. Puh, das war auf jeden Fall ein besonderer Moment. Oh, jetzt klopft mein Herz. Eber.
Ach du Scheiße, ey. Puh. Alter, war das fett. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Aber irgendwie ist auch geil. Also beides hat's. Jetzt haben wir genug Wildschweine gesehen. Jetzt wollen wir mal den Bach sehen. Dem eingezeichneten Bachlauf, der ist hier. Warum ich mich gerade frage, ob ich hier Wasser nehmen sollte, ist deswegen. Hier sind überall so ein paar Ölschlieren. Deswegen gehe ich jetzt noch mal ein bisschen weiter hoch und gucke, ob das jetzt irgendwie nur an diesem Ort hier ist oder ob das hier oben, ein bisschen weiter oben auch noch ist. Ja, ansonsten wäre das natürlich suboptimal und dann müsste ich tatsächlich überlegen, ob ich die Tour abbreche oder einen alternativen Bachlauf finde, der nicht zu weit weg ist. Weil wir haben jetzt schon 6 Uhr, noch ist es hell. Frische Scheiße. Gut, ich gehe jetzt nochmal in mich, was ich tun werde und sage ich dann nochmal Bescheid. So, ich habe eine Entscheidung gefällt. Und wo ich übernachten werde, ob ich wohlbehalten und mit all meinen Körperteilen noch nach Hause komme. Eieiei, das war knapp. Das erfahrt ihr im zweiten Teil. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich freue mich sehr über ein Abo und auch eine positive wie negative Bewertung des Videos. Schreibt gerne euer Feedback in die Kommentare. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns im zweiten Teil sehen. Und in dem Sinne sage ich, macht's gut und bis bald.